Was treibt ihr hier eigentlich? Was treibt ihr hier? Abhängen. Es gibt nichts mehr für uns zu tun. Darum beobachten wir den Typ da oben. Er sucht nach einer Erleuchtung. Vielleicht inspiriert er uns ja. Außerdem haben wir gewettet, wie lange es dauert, bis er merkt, dass man ihm unters Laken gucken kann. Ich verschwinde lieber, sonst kriege ich noch Langweilitis. Tu, was du nicht lassen kannst. Und oftmals wichtiger, lass, was du nicht tun kannst. Ja, das ist wohl wahr. So, außer denen hier haben wir sonst nichts. Mit den Propheten, die können wir erstmal betrachten. Schaut mal, Kinder, es ist Kifke, das verschollene Mitglied der Meißelmännchen. Glatz, Matz, Glatz, Matz, hässlich wie die Nacht. Oder wie war das im zweiten Teil? Schön. Prophet. Hallo, Prophet. Ah, da bist du ja wieder. Es funktioniert nicht. Kennen wir uns? Ich dachte schon. Das wüsste ich aber. Ich kann mich sogar an Dinge erinnern, die noch gar nicht passiert sind. Dann funktioniert es vielleicht doch. Was funktioniert? Das Prophetentum. Ich sehe Dinge voraus. Na, willkommen im Club. Und ich spreche mit unserem Schöpfer. Verlassen Sie umgehend das Clubgelände. Keine Sorge. Im Augenblick tue ich weder das eine noch das andere. Meißelblockade. Ich hänge beim 4-3-viertelten Gebot. 4-3-viertelten? Ja, das dritte ist etwas länger geworden. Na und, wen juckt's? Nun, der Platz auf dem Stein ist begrenzt. Dazu kommen die hohen Lokalisierungskosten. Und trotzdem redest du und redest du. Man könnte fast von Labern sprechen. Ursprünglich sollten es nur 3 Gebote werden. Aber ich habe das Gefühl, mir fehlt noch ein guter Abschluss. Glück im Unglück. Du bist genau an den richtigen geraten. Oh Gott, wie wär's mit, du sollst nicht langweilen deinen Nächsten? Ist nicht schlecht. Wie wär's mit, du sollst nicht leicht beeinflussbaren dein Weltbild aufquatschen? Es ist sehr, 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 sehr gut. Wie wär's mit, du sollst großzügig Hammer und Meißel an Fremde verborgen? Können wir immer gebrauchen, ist auch nicht schlecht. Oder wie wär's denn mit, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln? Das wär super. Wie lautet denn überhaupt dein drittes Gebot? Ich sollte die Kreise deines kreativen Prozesses vielleicht nicht weiter stören. Gut, erstmal das dritte Gebot. Wie lautet überhaupt dein drittes Gebot? Mach niemals mehr als 3 Gebote, es sei denn, das dritte endet mit... Ja? Das war's. Oh, verstehe. Oh Mann. Ja, wie wär's denn mit, du sollst nicht leicht beeinflussbaren dein Weltbild aufquatschen? Wie wär's mit, du sollst nicht jenen, die beeinflussbaren schlichten Gemütes sind, dein Weltbild aufquatschen? Auf keinen Fall. Genau das ist doch mein Plan. Ach ja. Ach ja, was auch sonst. Ja, wie wär's mit, du sollst nicht langweilen deinen Nächsten? Wie wär's mit, du sollst nicht langweilen deinen Nächsten? Ich weiß nicht. Manche Leute können das gar nicht beeinflussen. Sigi aus meiner Knettherapie zum Beispiel redet ganz häufig über Arbeitskollegen, die... hörst du mir überhaupt zu? Ich würde das Schwarze nehmen. Und das Blaue? Oh Mann. Okay, wie wär's mit, du sollst großzügig Hammer und Meißel an Fremde verborgen? Wie wär's mit, du sollst großzügig Hammer und Meißel an Fremde verborgen? Ha! Guter Versuch! Na, der war's immerhin wert. Und niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Wie wär's denn damit? Wie wär's mit, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln? Oh, das gefällt mir. Es ist, prägnant. Und es hat dieses selbstironische Augenzwinkern, das man sonst nur im Titel von Hip-Hop-Alben findet. Oh, okay. Und? Was sagst du? Perfekt. Das muss das Publikum erfahren. Er sieht aus wie jemand, der unter einer Brücke pennt. Aber woher hat er dann die Gardinen? Meine Damen und Herren,
Ich bitte um tosenden Applaus, Mumu, Wuwu und Kikeriki für Obdach Moses! Niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Ja, das ist gut. Der perfekte Abschluss der Reihe. Ich finde, er sollte noch so eines machen. Wirft es euch nicht zu viele Fragen auf? Was ist beispielsweise aus diesen Nächsten geworden? Die tauchen im zweiten Gebot auf und werden nie wieder erwähnt. Wie ich es mir gedacht habe. Vielleicht hättest du es nicht meißeln sollen. Jetzt brauchst du noch ein Gebot, um dich mit deiner Community wieder zu versöhnen. Ich wollte doch nur geliebt werden. Wie wär's denn mit? Kommt dann noch mal für das letzte Gebot noch ein paar Vorschläge? Nein. Diesmal brauche ich eine echte Vision. Ich will die Gebotstafel ein für alle Mal abschließen. Und als dein Produzent sage ich dir, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Ach ja, okay, gut. Dann hätten wir das abgehakt. Hier können wir nicht reden, aber wir können mit Goal nochmal reden. Sie kann sich gar nicht satt sehen. Kein Wunder bei dem unappetitlichen Panorama. Oh, Matten. Hey, können wir mit dir reden? Alles kaputt. Soweit das Auge reicht. Tja, willkommen in meiner Welt. Und dennoch haben wir eine funktionierende Achterbahn. Und einen Liebestunnel. Und einen komischen Clown. Wir gehen mal dahin. Ist das der Wahrsager? Man sieht sich immer zweimal im Leben. Das hier ist Nummer minus eins. Tatsächlich, der Seher. Verschwinde. Ich habe geschlossen. Moment mal, ich kenne dich. Du bist doch das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Ohne Glatze hätte ich dich kaum erkannt. Du irrst dich. Ich war nie in Porta Fisco. Und eine Glatze hatte ich auch nie. Ja, weil es noch nicht geschehen ist. Bis auf die Glatze. Du solltest dazu stehen. Aber wir werden uns noch mehrmals über den Weg laufen. So weit ist es also gekommen. Jetzt kennt schon jeder dahergelaufene Hans Franz die Zukunft besser als ich. Warum so muffelig? Irgendwer hat mir meine Kristallkugel geklaut. Jetzt kann ich nicht mehr hell sehen. Nicht mal ein kleines bisschen? Ich hätte da nämlich ein, zwei Fragen. Dann besorg mir eine neue Kugel. Okay, wir brauchen eine Kristallkugel. Und wir haben eine Kamera. Die Kamera liebt mich. Sie kann es nur nicht immer zeigen. Okay. Können wir die mitnehmen? Oh, das ging tatsächlich selbst auslösen. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Naja, vermutlich die Kamera. Okay, Hans. Viele Hände schaffen ein schnelles Ende. Deshalb schlafe ich für gewöhnlich mit einer Laubsäge unterm Kopfkissen. Mhm. So oder so ähnlich Selbstauslöser. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Okay, die Kamera können wir also wieder mitnehmen. Die Hand. Können wir auch mitnehmen. Na klar. Immer sonst noch was. Eine Gelenkstange. Das erinnert mich an den Tag, als ich Wenzels Gelenkschmerzen chirurgisch behandeln wollte. Möglich. Eine Klappe. Es fehlt wohl ein Stromumkehrer oder so. Ein Fach für paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Ja, habe ich mir fast gedacht. Was haben wir hier noch so? Bowlingkugel-Poliermaschine. Ich weiß, wie wir eine Kristallkugel herbekommen. Und zwar so. Ein merkwürdiger Zeitvertreib. Andererseits ist das Wort Zeitvertreib an sich schon merkwürdig. Als wäre die Zeit ein böser Geist oder so. Das ist wohl wahr. Können wir die mitnehmen? Ja. Können wir die denn da einsetzen? Oh, schade. Ich dachte, die wird ist kristallklar. Das wäre es natürlich gewesen. Klappe, Selbstauslöser, Gelenkstange, sehr gut, wir können hier noch weitergehen.
Kleines Loch, großes Loch. Das ist Goals Position. Ich würde ja tauschen, aber links ist einfach nicht Goals Schokoladenseite. Das ist auch wieder wahr. Immerhin ist hier links der Gentleman abgebildet. Passt. Okay, dann gehen wir doch mal in den Jahrmarkt. Ach du Heiliger. Nach links, nach rechts. Klappe. Ein Hammer. Ein Wurstbot. Ach du Heiliger. Hau den Lukas. Entchen. Liebestunnel wahrscheinlich. Oh mein Gott, hier gibt es wieder so viel zu entdecken. Wahnsinn. Ah, wir nehmen mal den Hammer. Und hau den Lukas. Wir haben nicht gewonnen, glaube ich. Dieser Lukas hat vielleicht Nerven, hier einfach so aufzukreuzen. Den müssen wir also hauen. Hier, nochmal. Okay. Nach links, nach rechts. Klappe. Ein Drosselglied. Das Drosselglied, der Spielverderber unter den paramechanischen Bauteilen. Ah, so kurz gehustet, nach rechts. Oh. Wie kann man den hier auslösen? Doppelmist. Das war ja irgendwie klar, wenn hier die Decke im Weg ist. Nach links vielleicht? Okay, der klemmt. Drosselglied. Das kann man bestimmt rausnehmen. So, jetzt aber. Hallo? Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Okay. Das behalten wir trotzdem mal. Steckplatz. Ein Fach für Parkstrom. Ja. Und links. Oh Gott, hier können wir so viel machen. Entchen! Wo ist die Angel? Egal, fisch dir eins. Mit der Hand. Zack. Oh, Niete. Noch eine Niete. Noch eine Niete. Okay, wir kriegen kein Entchen. Schade. Dann gehen wir doch mal zum Wurstbot. Alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Und meine Abenteuer. Ja. Vielleicht nicht nur ein Ende, Rufus. Vielleicht nicht nur zwei Enden, so rum. Vielleicht nicht nur zwei Enden, sondern mehrere. Hallo? Pff, Saftladen. Okay, können wir nochmal zum Eingang gehen und hier das Drosselglied einsetzen? Nur mal so rein hypothetisch. Klappe zu. Selbstauslöser betätigt. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Okay, wahrscheinlich hier... Der hier. Haben wir zwar alles dezent abgebaut, aber kann man alles wieder mitnehmen. Ein Foto nur von mir? Nicht vor dieser Kulisse. Das würde den Eindruck der falschen Fototapete erwecken. Okay, gut. Es funktioniert aber. So, klappe wieder auf. Das Drosselglied nehmen wir natürlich wieder. Nicht wieder mit? Okay. Gut. Immerhin sind wir zumindest schon mal an der richtigen Stelle mit dem Drosselglied. So, dann gehen wir doch mal. Hier wird es Richtung Achterbahn gehen. Wir fangen hier an. Im Liebestunnel. Ach du Heiliger. Ah, wäre ich mal doch nicht hier hingekommen. Pimpi und Schnicksi, ja, natürlich. Ah, ein Magazin. Kommt praktisch, diese Kästen. So werden ausgelesene Zeitschriften nicht dreckig. Ah, die aktuelle Ausgabe der Herz. Erst kümmere ich mich um das Boot, dann um die Reiselektüre. Nimm doch das Magazin mit. Meine Güte, Rufus. Zum Hauptplatz. Lavometer. Pimpi und Schnicksi. Oh Gott. Und so nebenbei bemerkt das Boot. Oh Gott. Ein Automat, der Liebe scannt. Nach meiner Erfahrung so gut wie jede andere Methode. So, Pimpi und Schnicksi.
ein seltsames Paar. Und alles echt. 100% Natur. Irgendwie glaube ich das nicht so ganz, aber okay. Hey, Bunshi, Lust auf eine Spritztour im Boat of Love? Zufällig suche ich tatsächlich ein Boot. Ich muss noch vor Sonnenaufgang in Porta Rustica sein. Die Liebe lässt sie nicht hetzen, Freundchen. Die Tour ist nur für verliebte Pärchen. Easy feasy peasy deasy. Ich bin mit meiner Freundin hier. Wow, hätte nicht gedacht, dass du eine Freundin hast, so wie du rumläufst. Du vielleicht, Darling? Meine Oma heißt Gundula. Das schreibt man mit U. Ja. Ich auch nicht. Aber wenn's so ist, steck einfach ihr Foto in den Lovomat. Wieso denn jetzt Foto? Du willst verliebt sein und hast nicht einmal ein Foto von ihr im Portemonnaie? Was ist ein Portemonnaie? Ohne Foto keine Tour. Ist es nicht so, Darling? Ich hab mal eine Katze gesehen, die war rot und braun und weiß. Du sagst es, aber sei nicht traurig. Du findest auch noch deine große Liebe. Als Trost habe ich hier einen Bratwurstchip für dich.